Die Börse ist und bleibt ja ein spannendes Feld, gerade jetzt, wo wir so die eine oder andere Krise hier im Markt haben, nicht im Markt unbedingt, aber in der politischen Ebene, nämlich Trump, der wie wild um sich twittert. Wir haben auf der anderen Seite die Facebook-Story und naja, immer noch nicht ganz wegzudenken ist natürlich die Krise mit China, also der Handelskrieg da auch noch. Also genügend Gründe, warum der Markt sich deutlich bewegen dürfte. Im Moment tut er das noch relativ dezent, aber relativ weit aufwärts gerichtet. Also wir sehen, der DAX, der traut sich nicht runter. Im Gegenteil, er sieht weiter nach positiven Signalen dort aus und dementsprechend alles, naja, gar nicht so übel. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin noch nicht so richtig davon überzeugt, dass wir jetzt schon den Start nach oben haben sollten. Ich denke mal, ein bisschen runter wäre eigentlich noch mal gut, um vielleicht ein bisschen günstiger auch in den Markt reinzukommen. Allerdings, naja, solange es eben nach oben geht, warum soll man sich dagegen stellen? Wie kommt man rein in den Markt? Naja, immer dann, wenn der Kurs mal ein bisschen zart, dezent sich dagegen richtet. Im Moment, wie gesagt, ist die Aufwärtsrichtung scheinbar immer noch die Hauptrichtung, so muss ich es formulieren, also die eigentliche Bewegungsrichtung. Ob das so bleibt, wir werden es sehen. Aus meiner Sicht arbeiten sie eher mit Nachziehstops und naja, wenn der Kurs dann doch nochmal richtig loslegt, super, dann geht es in die richtige Richtung und wenn er dann doch in die falsche Richtung geht, naja, dann fliegt man halt raus, aber hat relativ wenig hoffentlich dabei riskiert. Wenig riskieren tun wir auch mit unserer Facebook-Strategie von heute. Das ist ein relativ kurzfristiger Trade hier für den heutigen Tag, aber Facebook natürlich in aller Munde und dementsprechend auf jeden Fall ein Thema. Ob das ein Thema noch für Sie ist, das müssen Sie sich selber anschauen. Lesen Sie sich einfach durch, was wir Ihnen da anzubieten haben. Ansonsten für heute nicht mehr so wirklich viel zu berichten. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die richtigen Entscheidungen für Ihre Marktpositionierung finden. Und naja, dann wollen wir mal gucken, wie es an den Märkten weitergeht. Ich drücke Ihnen die Daumen. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin alles Gute.